So, also, wir werden von hinten gewirkt. Das kommt ja von hinten, legt uns den Unterarm um den Hals und drückt uns die Luft ab. Das ist jetzt nicht diese Geschichte gemeint. Die machen wir beim nächsten Mal. Unterarm kommt und wir drücken die Luft ab. Das Allerwichtigste ist, Kinn zur Brust, Schultern annehmen. Damit schütze ich meinen Kehlkopf. Ja. Das ist das Erste. Kinn zur Brust, Schultern anheben. Wie Sangesmeier kommt mit dem linken Arm. Also, sobald ich das spüre, gehe sofort Schultern hoch, zack, Unterarm schnappen und den Oberarm an der Beuge. Das ist das Erste. Greifen. Greifen. Pass mal seitlich vor. Jetzt will ich über seine Schulter rausgehen, übersetzen und ich werfe ihn. Das ist der Arm, der wirkt. Jetzt wird da vorne gegriffen und in diese Richtung gebracht. Hier, bam, über das Schultergelenk fällt er auf den Rücken. Dazu ist wichtig, dass ich seinen Arm eng am Körper halte. Ja? Ich drücke ihn quasi mit meinem Oberkörper auf den Boden. Eins, raussetzen, jetzt mit dem Oberkörper, boom, Schritt in die Richtung. Jetzt fällt er mir quasi, ich habe ihn hier gegriffen, vor die Füße. Jetzt kann ich weiterarbeiten. Andere Seite, er kommt mit dem rechten Arm. Kinn, Schulter, greifen, ja? Unterarm greifen. Übersetzen und werfen. Oh, jetzt habe ich mich selber fast leicht geschwächelt, also ein bisschen Engnäge. Also, eins, greifen. Ich halte ihn eng am Körper. Sein Arm muss angewinkelt bleiben. Eng an eurem Körper. Übersetzen. Druck mit dem Körper. Jetzt fällt er. Ich drücke mit meinem Oberkörper. Hier. Hier. Ja, hier werde ich gehalten. Und jetzt geht der Arm so, angewinkelt. Jetzt überträgt die Kraft. Hier drücke ich mit meinem Oberkörper gegen. Hier ist ein Schulterhebel. Bam. Das merkt auch gleich hinten im Rücken, da zieht es anständig. Der fällt unter Garantie. Nochmal zur linken Seite. Ich mache es mal Richtung zur Kamera. Er kommt von hinten den Arm. Eins. Rausgehen. Bam. Richtigen Schritt in die Richtung machen. Ich kann, wenn ich der Anlager bin, geht der Verteidiger quasi an dem Bein mit einem Schritt vorbei. Ja, hier vorbeigehen, wirklich von hinten. Hier erfolgt der Schritt. Ja, hier. Und hier kommt der Hebel. Hier fällt er. Ja, und mal zu der Richtung. Hier ist der Angriff. Eins. Und jetzt rausgehen. Bam. Drücken. Mit dem Oberkörper drücken. Noch einmal. Eins, zwei, jetzt fällt er mir direkt vor die Füße. Und ich habe den Arm gesichert, ihr dürft ihn nicht loslassen, sein Arm bleibt an eurem Körper. Kontrollieren. Okay, nochmal zur anderen Seite, jetzt kommt er mit dem rechten Arm. Der rechte Arm geht um meinen Hals, hier kommt er und wirkt mich. Ich habe nur sehr, sehr wenig Zeit, weil die Luft relativ schnell weg ist. Eins, rausgehen, Schritt an ihm vorbei und hier drücken. Ja, hier ist der Arm, das wird hier vorne gegriffen, der Verteidiger geht raus und hier ist der Druck. Hier auf den angewinkelten Arm drücke ich mit der Brust und der fällt nach hinten. Ja, hier ist der Angriff. Hier ist der Angriff. So, meine Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich